ganz selten, dass eine wirkliche Frage auftaucht bei mir, dass ich die formulieren kann. Was erlebst du gerade? Bisschen Aufregung. Das ist immer so für mich auch wichtig, die Gruppe auszublenden scheinbar. So verhalte ich mich. Aus irgendwelchen Gründen. Noch eine Frage? Ja. Wie gut gelingt es dir, die Gruppe auszublenden? Keine 90%. Ne? Also da ist immer ein Rest. Rest von Gruppe, Rest von Aufmerksamkeit dafür, dass ich weggucke. Das ist beständig da. Würdest du gerne mal damit experimentieren, dass die ganze Gruppe mal wegguckt und die Aufmerksamkeit von dir wegnimmt? Die Aufmerksamkeit? Wie das ist? Das ist zu viel verlangt. Von wem? Von den anderen. Nicht von mir. Also ich meine damit, dass das ein bisschen bescheiden, dass es sehr, sehr unbescheiden wird, was so möchten. Das ist irgendwie jetzt. Ja. Ich weiß ja auch nicht. Hm? Ich bin ja nicht so bescheiden, deswegen, ich würde einfach fragen. Damit du mal ausprobieren kannst, den Unterschied zu erkennen, wie es ist, wenn du gar keine Aufmerksamkeit kriegst von der Gruppe. Oder wenn du die Aufmerksamkeit kriegst, aber keiner guckt her. Oder du kriegst die volle Aufmerksamkeit. Einfach nur mal die Unterschiede zu bemerken. Habe ich noch nicht gemacht bis jetzt, ne? Ich weiß. Ich kann immer schlecht Nein sagen. Aber du darfst. Das ist eine Frage. Und du kannst ruhig sagen, ne, das will ich nicht. Weil, warum ich frage, ist, ich stelle es mir anstrengend vor, etwas auszublenden, was da ist. Und vielleicht können in diesen Versuchen, diese drei Varianten mal auszuprobieren, Erkenntnisse auftreten, die es dir leichter machen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich spiele gern, ich probiere gern aus. Ja, du spielst gern aus. Du probierst gern aus. Ich meine, du gehst ja dabei auch kein Risiko ein. Das weiß ich nicht. Du? Das ist ein Risiko. Ja, welches Risiko gibt es? Es ist halt eine Vermeidungshaltung, ne, die ich da pflege scheinbar. Und das ist riskant, das so in Frage zu stellen oder das in die Konfrontation zu gehen mit einem Inhalt. Das ist schon riskant.
gefühlt riskant. Was könnte passieren? Naja, also Blickkontakte zum Beispiel sind Blickkontakte für mich, ne? Sind so eine Sache. Du brauchst sie ja nicht. Ich habe ja. Du hast einen anderen Vorschlag gemacht. Einen anderen Vorschlag gemacht, ja. Dass die Gruppe den Blick mal von dir abwendet. Mhm. Und du brauchst einfach gar nicht in Kontakt zu sein. Ne? Oder sie zieht die ganze Aufmerksamkeit weg von ihr. Oder sie ist mit der vollen Aufmerksamkeit um den ganzen Blickkontakt her. Du brauchst gar nichts, du brauchst keinen angucken. Und du kannst aber auch gerne sagen, nee, das möchte ich nicht. Vollkommen. Oder so. Das ist immer noch im Mittelpunkt stehen, ne? Sieht jetzt gerade voll die Aufmerksamkeit ab. Ja? Ich habe da vorhin auch schon gemacht. Ne? Ich habe das auch gelesen, ein paar lustige Artikel drin. Zum Lachen halt auch. Die Präsentation. So. Du bist ja auch da drin. Ja, ich weiß nicht recht. Was soll das bringen? Keine Ahnung. Gott. Ja. Das bringt doch noch nicht mal was. Ja. Vielleicht bringt es nichts. Vielleicht nicht, ne? Ein bisschen Aufregung und Nervosität. Jetzt schon, ne? Ja, ich hatte ja eigentlich eine andere Frage. Ach so. Ich dachte, du hattest gar keine. Ja, dann komm mal gerne mit deiner anderen Frage. Vielleicht erstmal die andere Frage. Dieses ungefährliche Experiment dann vielleicht ich oder jemand anders dann macht. Ne? Ja. Ich scheine nicht gut zuzuhören. Also das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Auch in letzter Zeit kommt das immer mehr zu Bewusstsein, dass ich also vieles überhöre, mir meine eigenen Geschichten bastle und scheinbar damit besser zurechtkomme. Irgendwie im Grunde muss das ja haben, dass das so ist. Und ich vermute, das ist schon lange so. Und mehr oder weniger lange, also mehr oder weniger, aber lange, diese Tendenz. Und die gibt es wahrscheinlich auch bei jedem. So gesehen ist klar, ist mir auch, als ich hier drüber nachdachte, auch so erschienen, aber gleichzeitig doch sehr, sehr. Die Frage ist eigentlich dann in dem Zusammenhang, dass wie weit das einen Unterschied macht, ob ich meine eigene Geschichte, meine eigene Fortsetzung denke oder meine eigene Erklärung habe oder den anderen danach frage. Oh ja, gute Frage. Macht einen ganz gewaltigen Unterschied. Ja, aus Sicht des im Erleben, ne? Im Erleben macht es einen gewaltigen Unterschied. Also es kann ja sein, dass was gesagt wird und wie du es schon sagst, anders gehört wird oder vielleicht gar nicht gehört wird. Und in unseren Fantasien, Ideen läuft eine Geschichte ab, was derjenige gesagt haben könnte oder gemeint haben könnte. Wir machen es irgendwie fest mit unserem Denken und handeln dementsprechend. Wir haben nicht gehört und handeln nach unserem Gusto. Nach unserem Gusto würde ich nicht sagen, aber nach
Wir handeln vielleicht so, wie es gar nicht notwendig wäre. Und für mich hat sich herausgestellt, dass wenn ich frage, was hast du gesagt oder wie meinst du das oder meinst du das so oder hast du das gerade gesagt, dass es oft nochmal eine neue Erkenntnis oder eine neue Sichtweise geben kann, die es mir ermöglicht, im Kontakt zu sein. Während wenn ich in meiner, da kommt irgendwas und es wird hier interpretiert, was da gesagt wurde, dass irgendwie was passiert, wie so ein Abkapseln. Und meistens ist es schmerzhaft. Und aber auch das Abkapseln ist etwas, was ich sehr gut kenne und was passiert. Ja? Ganz schnell, wenn irgendwas sich schmerzhaft verletzt anfühlt. Und manchmal kommt dann schon gar nicht mehr der Impuls, nochmal nachzufragen. Das geht so schnell, klack. Ja, ist ja sowieso nur wieder. Das geht ganz schnell. Also das ist... wäre jetzt noch ein Kommentar, den man noch hinzufügen könnte, aber das denkt man schon gar nicht mehr. Das ist einfach nur noch mir diese Interpretation lieber als das, was ich dann da vermeintlich höre. Also kann sein, dass das Gleiche ist dann letztendlich, aber kann sein, kann auch anders sein. Ja, das ist mir alles klar, ne? Psychologisch gesehen, ne? Ist das ja alles klar, ne? Das ist ja das ABC, ne? Okay. Das ist klar, ne? Und diese schmerzhafte Arbeit, dieses Schmerzhafte, das geht da weit, das geht da schon drüber hinaus. Ne? Das, also das Erkennen vorliegt, dass es Schmerz verursacht, schmerzhaft ist. Das liegt hier vor. Es liegt hier vor, genauso wie hier vorliegt, dass also das, unter welchen Umständen ich jetzt hier bin, auch Schmerz verursacht. Auch das liegt vor. Was meinst du genau? Nö, ich bin ja hier unter den Umständen, dass ich also... dass mir dann wieder geheim halten möchte, dass ich hier bin. Vor allem. Vor denen hier klappt das schlecht. Aus bestimmten Gründen. Aus bestimmten Gründen. Das ist mir sehr unangenehm. Das kannst du nicht weiter. Ja. Und dass das also dann jetzt, es war zum Beispiel das Erlebnis, dass ich da so telefoniert habe mit meiner Mutter, die das auch nicht wissen soll, weil es war so schmerzhaft, das zu irgendwie irgendwas zu kommunizieren, war immer dieses im Hintergrund, ne? Weil ich bin eigentlich grundehrlich im Grunde, wenn ich, das ist also etwas, was glaube ich jedenfalls so. Also das ist nicht, dass ich nie lügen würde oder so, aber so von einer Tendenz her. Und bist du gerne ehrlich? Ich bin gerne ehrlich, sehr gerne ehrlich. Also ich weiß, wie leicht das sein kann und wie schön und dass ich da was entwickeln kann und dass es einfacher ist im Grunde, einfacher. Aber dieses eben, ich wollte ja eigentlich sagen, fragen nochmal, dieses Zuhören, ne? Also das ist die Empfehlung, die du gibst an der Stelle, die ich höre, ist ja, frag doch ruhig nach, wenn du dir nicht sicher bist, aber ich frag ja gar nicht nach, dahin kommt es ja gar nicht, es ist mehr oder weniger in den Momenten, weil das wird, stolpere ich über mich selbst, über meine eigenen Füße und da ist wenig Aufmerksamkeit. Erst jetzt kommt das so langsam auf, Mensch, da ist irgendwas, läuft da krumm bei mir. Aber was ist deine Frage genau? Also was möchtest du wissen, wo soll es hingehen? Was ist dir wichtig? Ja. Ja, man spinnt sich ein in seine eigene Welt, ne? In gewisser Weise. Man spinnt seine eigene Welt. Das macht man doch aber sowieso, also im Advaita-Sinne.
jetzt. Da ist man sowieso der Einzige. Ob ich dann das mache oder umspinne oder irgendwie jetzt mal tough versuche, die, mich und die Welt zu retten oder sowas. Sowas in der Richtung, weißt du? Wow. Also Advaita heißt, ist ja die Lehre der Nicht-Zweiheit. Und Advaita heißt, dass alles Ausdruck des einen ist. Die Dualität findet statt in dem einen. Gesichtspunkt des Advaita aus gibt es überhaupt nichts, was jemals falsch ist. Ja, ne? Und da ist auch nichts falsch. Es ist auch nichts falsch, nicht zuzuhören. Aber es hat Auswirkungen. Es hat fühlbare und erlebbare Konsequenzen. Denn hier sind menschliche Bedürfnisse. Die werden erlebt. Okay. Und aus der Sicht des Bewusstseins, dessen, was diese ganze Information hier wahrnimmt, aus der Sicht des Bewusstseins ist es vollkommen egal, welche Information da ist. Aber für das Nervensystem ist es nicht egal, welche Information da ist. Das stimme ich völlig überein. Ja. Das ist sicherlich so. So, das heißt, wenn wir zum Beispiel schon von früh die Information bekommen haben, das, was ich mitteilen möchte, wird überhaupt nicht gehört, nicht aufgenommen, nicht verstanden, nicht gewertschätzt, nicht, dann hat das eine bestimmte Auswirkung auf das Verhalten, ne? Unseres Nervensystems. Manchmal hören wir zu und hören gar nicht zu, wir tun das so, sitzen da wie so ein weil wir nicht die Kapazität entwickelt haben, also zu sagen, stopp mal, ich kann dir gerade überhaupt nicht folgen, ich will dir auch gar nicht folgen, oder es interessiert mich nicht. Das ist die Kapazität oder auch seine, gar nicht, das gar nicht erfahren wird, als dass da die eigene Bedürfnislage wird gar nicht erkannt. Ja, genau. In dem Sinne. Genau. Das sind die ganzen Konsequenzen. Ne? Dem Bewusstsein selbst ist es vollkommen egal. Ne? Das erkenne ich aber soweit ziemlich gut als. Dass dem Bewusstsein egal ist. Oder was erkennst du gut? Bedürfnislagen und sowas. Und auch die. Im Grunde ist die, wenn ich jetzt sage, die Gruppe, na ja, das ist natürlich relativ. Ich kann natürlich das tun. Ne? Bloß ist. Das habe ich alles schon gemacht. Ich meine, man kann immer wieder, es ist immer wieder neue, immer wieder neues
Experimentieren nötig oder was auch immer, wie du es immer nennen magst, aber und irgendwann kann man auch sagen, ist auch egal. Nicht im Sinne von resignieren, eigentlich hat man ja doch schon viel erreicht, man kann sich schon bewegen, man hat, kennt nette Leute, man so, in diesem Sinne. Das ist bloß, das stoppt halt, also das stoppt eben nicht einfach so. Also wenn ich jetzt sagen könnte, das ist diese, fällt mir ein, diese Geschichte mit der Pille, ne? Diese Matrix-Pille, irgendwie ähnelt sich das. So, dass das so, oder zurückzugehen in der Zeit, diese Wunschträume, ne? Zu sagen, ach, damals warst du noch zufrieden. Da, damals hat noch die kleinen Erkenntnisse oder diese kleinen, sowas haben mich noch richtig, hochgehoben, erhoben, hochgehoben, schweben lassen sozusagen, ne? Schien mir so. Aber ich höre noch nicht so richtig dein Anliegen, oder gibt es gar keins? Naja, das war das eigentliche Anliegen, war das die Frage mit diesem, wie du mich einschätzt, möchte ich eigentlich wissen. Das war wirklich der Punkt. Wie immer. Wie immer die Frage, Gaia, sag mal. Deswegen mache ich so einen blöden Eindruck, Mensch, ich muss dir doch eigentlich so schlecht auch nicht zulernen. Wie würdest du das einschätzen? Die kleine Kapazität des Zuhörens. Ja, auf einer Skala von 0 bis 10. Antwortest du auf solche Fragen? Ja. Ja. Ich antworte auf solche Fragen. Ich antworte aber auch häufig so, dass ich sage, ich kann das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann sagen, dass es mir meistens Freude macht, mit dir zusammen zu sein. Und dass es manchmal schwierig ist, zu folgen, wo es hingeht oder was dein Anliegen ist. Macht aber nichts, das gibt es mit vielen Menschen. Ich schätze dich auch so ein als einen Menschen, der aufrichtig sein möchte, ehrlich. Das fühlt sich hier gut an. Das fühlt sich hier gut an. Das fühlt sich hier gut an, ja. Mhm. Anders würde es sich anfühlen, wenn du jetzt so einer wärst, der mit mir spielt. Ja gut, das, du meinst mit, also. Mit, oder mir Dinge erzählt, die gar nicht so erlebt werden. Das merkst du ja ziemlich schnell. Also das ist so, ja. Ja, es geht mir auch so. So fühle ich das auch mit Menschen. Also kann ich das Aufrichtigkeit oder sowas oder da ist irgendwas krumm, das kann man schon empfinden. Und ich nehme als Referenzpunkt immer mein Empfinden. Ich sage dann nicht, würde nicht sagen, bei dir ist was schräg. Ich würde sagen, bei mir fühlt sich was schräg an. Ich weiß nicht, ob das bei dir dann schräg ist, aber bei mir. Aber das habe ich so zu sagen. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, siehst du, da haben wir doch einen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich hier verurteile und du nicht. Auch manchmal schon, aber... aber mich nicht, hoffentlich. Ach, kann mir noch kommen. Okay. Das Risiko ist da.
Okay. Ich bin ein bisschen in letzter Zeit eben verunsichert. Ist das der Hintergrund der Frage? Ne? Verunsichert, weil ich dann konfrontiert werde mit Vorwürfen. Hm, du hörst nicht zu, zum Beispiel. Oder dies Pipapo, und das ist eben massiv. Und das steckt doch eine Wahrheit drin. Das klingt nach Beziehung, ne? Hat was mit Beziehung und außer Beziehung. Und ist dann halt wahr auch. Ist auch wahr. Also ich will das jetzt nicht. Das kann ich gar nicht. Ne? Und dafür kann ich auch dankbar sein. Tatsächlich. Wenn es mir mal eine Gelegenheit gibt, meine Frage zu stellen. Vielleicht auch einfach nur deswegen schon. So, das komplette Story. Ne? Aber das kenne ich auch, dass ich nicht zuhöre. Und nicht, weil ich absichtlich nicht zuhöre, sondern es taucht einfach irgendwas auf, wo meine Aufmerksamkeit hingeht. Ja. Und das kann manchmal sehr verletzend sein für das Gegenüber. Und dann kann ich nur sagen, dass es mir leid tut. Wenn du darauf angesprochen wirst. Ja. Wenn du nicht darauf angesprochen wirst, dann kann es auch sein, dass es dir leid tut. Oder wie? Ja, dann merkst du vielleicht gar nicht. Du merkst es selbst auch gar nicht. Ja. Kommt vor, dass du es nicht bemerkst. Ja. Ja, das ist auch eben der Punkt. Ich bemerke es auch nicht. Hatte ich auch zu Beginn schon gesagt. Das ist ja eigentlich das Problem. Das Problem entsteht nicht, wenn ich es merke. Also das ist dann, der Umgang damit ist klar, wie du ihn auffliegst. Naja. So ähnlich wie wenn man jemand auf den Fuß tritt. Ja? Manchmal merkt man es, manchmal nicht. Manchmal kann man aufpassen, dass man keinen auf den Fuß tritt. Und es passiert trotzdem. Und egal, wenn du es nicht merkst, dann hast du auch nicht die Möglichkeit, dich zu entschuldigen. Geht ja nicht, wenn du es nicht merkst. Und wenn du es merkst, dass jemand auf den Fuß getreten ist, ja, könntest du dem wehtun. Und da noch irgendwie dir ein Au ins Ohr schreit oder so, kannst du, oh sorry, tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Ist logisch irgendwie, ist logisch und eigentlich auch damit schon klar, ne? Damit ist eigentlich alles gesagt. Man kann aber auch mehr draus machen. Man kann auch sagen, klar. Wieso merkst du das nicht, dass du mir auf den Fuß trittst? Mhm. So geht das dann immer, ne? Mhm. Kann man ja auch machen, so kann man sich auch verhalten. Mhm. Was hältst du davon? Ist das so? Ja, könnte ich wahrscheinlich nur sagen, weil ich mit was anderem beschäftigt war. Als mit meinem. Jo. Du bleibst dann eben auch bei dir und kannst. Im besten Fall, ja. Im besten Fall. Sag's nicht, wieso stellst du eine doofe Frage? Oder? Kann auch passieren. Das kann auch passieren. Kann mir das passieren? Ja. Ja, es ist eigentlich wahr. Ich glaube, das ist ganz ähnlich, wenn ich darauf hin mich orientiere und dann frei bin in gewisser Weise, also mich beweglich bin und solche, mir würde ich auch so antworten können. Ja. Gut, danke, ja, okay. Ich gucke mir das mal weiter an. Gerne. Bei dem Thema bleiben. Wir haben so täglich die Situation, dreimal täglich mindestens, dass ich Charlotte vorwerfe, du hörst mir nicht zu.
führt denn dazu, dass sie sagt, doch, ich habe dir wohl zugehört, wie kommst du denn da drauf und so weiter. Und ich habe für mich rausgekriegt, dass, warum verletzt mich das? Und das ist ein Muster. So dieses aus der Familie gemerkt zu haben, ich werde nicht beachtet, mir hört keiner zu, das ist völlig unnütz, dann wird nicht wertgeschätzt. Also was ich damit richtigstellen will, das ist nicht so, dass wenn ich jemandem nicht zuhöre, dass den das automatisch verletzt. Ich kann den gar nicht verletzen, sondern das verletzt ihn. Ich trage zum Schmerz bei, weil es eine Wunde bei demjenigen gibt. Ja. Das ist mir wichtig. Also es ist nicht so, dass man jetzt, das ist anders, wie wenn du jemanden auf den Fuß trittst. Also ist ein großer Unterschied. Sondern die Geschichte, dass ich mich verletzt fühle, hat was mit mir zu tun und nicht mit dem anderen, der mir vielleicht nicht zugehört hat. Der trägt nur dazu bei in dem Moment. Deswegen muss ich auch als derjenige, der nicht zugehört hat, nicht jetzt in Schuldgefühlen versinken und so weiter. Und eigentlich wäre es richtig, dass derjenige sich überlegt, warum. Warum, also wie ich das mache, zu sagen, warum verletzt mich das immer wieder? Was ist das für ein Muster, das da bei mir abläuft? Und dann kann ich auch mit Charlotte ganz anders reden. Mittlerweile können wir oft über Situationen auch lachen, wenn sowas mal wieder kommt. Hm. Oder so ein Spiel ausmachen. Siehst du, jetzt hast du mir wieder nicht zugehört oder sowas. Und dann ist die Spannung daraus. Also das fiel mir eben nur ein, weil ich fand dieses Beispiel falsch mit dem auf den Fuß treten. Da verbreite ich wirklich Schmerz. Das ist nicht ein Kindheitsmuster, wenn der Fuß verletzt ist, wenn ich da drauf trete. Sehr unabsichtlich, ne? Ja, trotzdem tut es weh. Ja, ne? So. Ja. Und nicht so bin ich auch ein Auslöser davon. Nicht zuhören tut auch trotzdem weh. Ja, aber muss nicht. Genau, das muss ich auch. Ich könnte auch so sehen und sagen, Mensch, der ist doch jetzt gerade befasst mit der und der Geschichte, der ist so voll, das war irgendwie auch Quatsch, der hat jetzt gar kein offenes Ohr für mich, dann warte ich einen anderen Zeitpunkt ab. Das ist so was Gesundes, was da passiert. Es kann aber auch sein, dass ich gerade bedürftig bin und dann, ich bin so vollgefüllt, jetzt brauche ich mal meinen Menschen gegenüber, dem ich was erzählen kann. Und in dem Moment, wo man in so einem Bedürfnis ist, da verletzt zu sein. Aber ich glaube, der Kern ist ein anderes Muster, was dann eingespeichert ist. Und es wäre falsch, wieder den anderen verantwortlich zu machen für den eigenen Schmerz, den ich spüre. Ja, mehr wollte ich nicht sagen. Es ist auch nicht richtig, denjenigen, der einen auf den Fuß tritt, verantwortlich zu machen. Stimmt, aber mache ich immer. Man bildet sich dann immer ein, dann tut der Fuß nicht mehr so weh. Ne? Und das Beispiel ist von daher gut, weil uns das passiert. Ja? Da können wir uns, da können wir uns drauf beziehen und bemerken, ah ja, Mensch, kenne ich auch. Würde ich nie absichtlich machen. Ne? Stimmt. Jemanden auf den Fuß treten. Mhm. Oder wenn, ist es klar, dass ich die Konsequenzen in Kauf nehme. Ne? Ich überlege es bloß immer anders. Ne? Als Lehrer ist es dann mal so mit Kindern, mit kleineren Kindern, die ist dann mal so, dass die dann sagen, ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht und dann braucht man auch gar nicht mehr drüber reden. Das ist so, wie wenn es das nicht gibt. Mhm. Da steht dann aber einer da mit irgendeiner Verletzung oder sowas. Und dann wird so gedacht, warum denn jetzt darüber geredet wird, habe ich das schließlich nicht mit Absicht gemacht und das ist gar nicht passiert. Mhm. So. Und der andere findet dann irgendwie das sehr ungerecht, dass man jetzt nicht, man schreit nach Bestrafung. Ich habe festgestellt, jeder will anerkannt werden. Derjenige, der sagt, ich habe doch gar nichts gemacht, das war nicht mit Absicht, muss lernen, damit umzugehen. Der andere weint, wie gehe ich jetzt damit um? Und irgendwie habe ich da auch was zu beigetragen, so, ne? Wie gehe ich damit um? Und der andere muss lernen, dass, wie gehe ich damit um, dass mir was wehtut. Genau. Und es gibt keinen Schuldigen, ja? Aber es hat Konsequenzen. Aber es wird von klein auf immer mit Kindern trainiert, wenn dir einer was wehtut, dann gibt es immer einen Schuldigen. Wer hat jetzt Schuld an der ganzen Geschichte? Du musst doch aufpassen und kommt dann wesentlich raus, wenn jemand nur unabsichtlich den auf den Fuß getreten ist oder sowas. Ne? Also es wird immer den Kindern vorgegaukelt von klein auf. Man muss immer, wenn ein Schmerz da ist, muss es immer einen Schuldigen geben. So. Ich versuche das im Moment genau umgekehrt zu machen, zu sagen, wie fühlst du dich denn jetzt? Super. Ne? So. Und ich habe rausgekriegt, die wollen gar nicht, dass wir anders bestraft wird. Die wollen, dass ihnen zugehört wird.
das verstanden wird, wie sie sich fühlen. Auch immer der Täter, der auch absichtlich dann ganz schnell wegläuft. Gut, aber mir war wichtig nochmal zu sagen, ich finde, das ist ein Unterschied, das nicht zuhören oder so auf den Fuß treten. Okay. Ich würde am liebsten alles von mir geben, was ich hier so höre, aufnehme, wovon der Verstand glaubt, boah, das ist ein toller Satz, das ist ein Schlüsselsatz. Weil ich bin am Sammeln und verliere irgendwie echt den Überblick. Und das eine scheint so gut wie das andere zu sein. Dass ich schon gedacht habe, komm, kannst du auch alles in den Bach kippen. Ja, lass. Kipp's rein. Frisch. Habe ich auch schon ehrlich gemacht. Nur die Wirkung war nicht besonders groß. Vielleicht war der Bach nicht breit genug. Ja. Dann muss ich bis zu Hause, muss man auch auf der Rückfahrt gucken. Ja, ist so eine starke Tendenz, wenn du sagst, so scheinbare Lösungsvorschläge gibt es. Ja, lass es da nicht hingehen. Die zusammen. Lass uns lieber gucken, was ist dein Anliegen? Was ist dir wichtig jetzt gerade? Nee, ich suche nach sowas wie einer Abkürzung. Wohin? Aus dem Pendel zwischen Leiden und Freude. Und wo dem Freudvollen und Leidvollen. Wo möchtest du hin? Am liebsten zum Freudvollen. Und? Soll es immer freudvoll sein? Nee, nicht immer. Aber die Abkürzung wäre praktisch, wenn ich zum Beispiel wie heute, angetriggert durch eine Verletzung, in einen mehrstündigen Zustand von allen möglichen Gefühlen wie Trotz, Ärger, Wut, verletzt sein, klein sein und es teilweise aussprechen können, aber dann doch irgendwie mit den Gefühlen ja für mich umgehen lernen. Ne? Mhm. Manchmal findet dann ein kleiner Fokus auf was Schönes statt, dann ist es gut und dann setzt aber wieder sofort der Ozean, der Gefühle ein. Mhm. Und ein paar Stunden für ein, zwei Triggerpunkte finde ich einen hohen Preis. Mhm. Aber wenn ich es vergleiche mit früher, ist es schon ein geringerer Preis. Wer merkt's? Ich. Und wie ist das, was du bist? Jetzt? Klar. Ja, wie ist das, was ich bin? Wach, da, bin da. Und das, was da ist, wie ist das? Naja, schön. Oder schön klar da. Schön klar da. Wach und interessiert. Ist es da in diesem wachen Dasein? Etwas Leidvolles. Jetzt nicht direkt greifbar. Mhm. Vielleicht ist da was
barbert oder diffus da ist. Genau, was Leidvolles wird bemerkt. Ne? Ja. Auch hier in der Frage wird was Leidvolles bemerkt. Von wem? Von diesem, auch von mir. Auch von dem Körpersystem und Geistsystem. Nee, von dem. Von mir. Dem Körpersystem nicht, ne? Von dir. Ja. Von dir. Weil du bemerkst auch das Körpersystem. Das Körpersystem ist ja auch eine Erfahrung. Und eine Erfahrung macht eine Erfahrung. Erfahrung macht keine Erfahrung. Nee, eine Erfahrung ist eine Erfahrung und hat keine. Die von jemandem erfahren wir, oder von einem? Die Erfahrung selbst hast du, ne? So, du bist es, was die Erfahrung bemerkt. Hm? Gut, und dadurch erlebt. Ja. Und diesmal freudvoll und oder? Und die Tendenz ist, die Erfahrung zu bewerten und dann entweder gegen sie anzugehen oder sie festhalten zu wollen. Hm? Eins von beiden. Das sind Neigungen. Ne? Ich sage nicht, dass es immer so ist oder immer so, aber es sind Neigungen, die uns leiden lassen. Wenn die Aufmerksamkeit zu dem hingeht, was diese Neigungen bemerkt, und wir immer wieder frisch fragen, wie ist denn das, was hier bemerkt? Auch wenn es schon so ein Bart hat, ja, und wir es schon tausendmal gefragt haben oder zehntausendmal und vielleicht auch schon 47 Mal gelesen haben. Jetzt frisch, wie ist das, was wahrnimmt? Und vielleicht ist die Antwort, ich weiß es nicht. Und das wäre eine super Antwort. Weil die Antwort macht einen Raum auf, wirklich zu erforschen, wie es ist. Wenn ich sage, Gott, das ist still, das ist dann schon wie so abgehakt. Ja? Und jetzt, wie geht's weiter? So, wie ist das, was wahrnimmt? Es ist zumindest anders als das, was wahrgenommen wird, ja. Was ich wahrnehme. Ja, ja. So. Und wie würdest du das anders beschreiben? Das ist so mehr vorm Aquarium stehen, als im Aquarium sein. Und? Ja. Ist nicht so nass oder nicht so? Genau, nicht so nass, nicht so furchterregend, nicht so beklemmend, nicht so eng. Ja. Also wie duschen, ohne nass zu werden. Super Antwort, glaube ich. Ja, das kann ganz schön blöd sein, wenn ja. Man duschen will. Ja, das stimmt auch, ja. Aber es gibt viele, die das wollen. Die wollen eine Erfahrung machen, ohne das Risiko, wie zum Beispiel der Türk. Das ist für mich duschen, ohne nass werden zu wollen. Okay, aber das war jetzt... Kleiner Schwenke, Schwank. Ja. Hm? Schwenk und Schwank. Ja. Aber deine Frage ist, ja? Eine Abkürzung. Die Abkürzung, genau. Die Abkürzung ist direkt zu gucken, wie ist das, was wahrnimmt. Das ist das Schnellste. Bleibt die Frage übrig, ja, okay, das dann mit einer Wiederholung. Ne? Wenn der Schwenk wieder auf das geht, was in der Brust empfunden wird, ein Gefühl, dann kann ich die Frage nochmal stellen und nochmal. Aber es geht ja auch um Auflösung. Also wenn du, mal beim Beispiel zu bleiben, muss nicht ein Trauma sein, aber ein schmerzhaftes Gefühl zur Auflösung kommen soll, dann braucht es auch Beachtung. Ja. Die Frage ist immer, wie viel, wie lange. Beachtung ist auch wunderbar.
ja, auch einmal mal zu spüren, was ist in der Brust los, was liegt denn unter dem Wutgefühl, was unter dem Verzweiflungsgefühl, dann kommt plötzlich doch fast immer als Bodensatz irgendwie die Trauer oder die Verletzung. Ne? Dann wird es auch weich. So, und das ist auch interessant und spannend. Bloß da sollte eigentlich die Abkürzung oder der Ausgang auch sein. Dann, stattdessen geht es den Flaschenhals wieder rauf und runter. Das kotzt mich, glaube ich, an. Dieser Schleudergang. Und nicht den Knopf zu finden. Da frage ich mich, wie oft denn noch? Was? Oh. Das erinnert mich dann wirklich, da kann ich den alten Griechen nur sagen, das mit dem Sisyphus, die Nummer, die ist einfach doof. Die ist super doof. Für nichts und wieder nichts, dann bist du kurz vom Ziel und ging ja auch weiter Ding wieder runter. Ah! Die werden die Geschichte ja nicht umsonst aufgeschrieben haben, da liegt ja irgendwie was. Für dich. Hätte jetzt nicht Pumpy. Typisch Lehrer, was wohl. Ah, okay. Schön hier bleiben, schön die Füße auf dem Boden. Ja, genau. Das, da kannst du auch mal mit in Kontakt kommen. Das, Das ist nicht so schwer. Bin ich nicht. Ja, du kannst es ein bisschen erkunden. Ne? Es muss nicht unbedingt zum Ausdruck kommen, ja, oder zum Ausbruch, sondern es einfach erkunden. Ne? Dieser Ärger, der da ist. So. Das ist einfach eine vehemente Energie, ne? Die ich auch kreativ umsetzen könnte. Das passiert ja nicht. Irgendwie suche ich wahrscheinlich noch im Weg auch, wenn ich Energie kanalisiere. Der berühmte Sinn des Lebens. Na klar, das ist so ähnlich wie es beschrieben hat, ja? Das Kind, was die Decke über den Kopf zieht. Ja? Das ist so ein Kinderwunsch, ja? Dass es endlich aufhört. Es soll endlich aufhören. Ja? Es soll nur noch happy sein. Ne? Das ist ein Kinderwunsch. Und so ähnlich ist es mit der Erleuchtung. Ne? Das ist auch so ein Kinderwunsch. Ne? Wenn ich erleuchtet bin, dann hört es auf. Ne? Okay. Was wir uns als Erwachsene wünschen, ist, eher hier zu sein und mit den Herausforderungen, die da sind, präsent zu bleiben. Ne? Weil es ist klar, hier sind Herausforderungen. Ne? Hier sind Nervensysteme, die verschieden schwingen. Das sind Herausforderungen. Wir alle, unsere alle Nervensysteme hier sind mehr oder weniger alle kriegstraumatisiert. Ne? So, damit haben wir zu tun. Das sind Dynamiken, die hier entstehen. Und klar, wir können sagen, ich will das alles nicht mehr, ich will erleuchtet sein. Ne? Bin ich frei? Glaube ich nicht. Wir können merken, dass das, was wahrnimmt, frei ist davon. Ne? So, da können wir immer wieder hingehen und spüren, das stimmt, das ist frei davon, das ist hier, das ist eine Ressource, sehr, sehr entspannt. Und wir können die Kapazität, präsent zu sein mit dem, was uns stresst oder herausfordert, die kann wachsen. Ne? Das ist das, was wir uns wünschen, was Erwachsensein ist. Ja? Mhm. Tut sie auch. Kinder können das nicht. Ja? Mhm. Und die lernen das. Und Erwachsene sollten es können und können das auch. Ja? Nur wenn sie irgendwie zurückfahren in die Kindheitstraumatisierung, können sie es auf einmal nicht mehr. Ja? Dann ist ein erwachsener Mann auf einmal oder eine erwachsene Frau nicht mehr erwachsen. Ne? Nicht mehr da. Nicht absichtlich. Ja? Das geht nicht weg. Wenn so ein Satz kommt wie hier, dann ist es halt das, was gerade da ist. Ne? Diesen
stundenlangen oder mehrstündigen Struggle zu haben, dann ist es, da kann ich mich auch noch mit befrieden. Aber das ist manchmal so ein Schein-Dings. Ne? Deswegen sage ich ja, die Sätze würde ich am liebsten alle aus. Ja, es ist. Aber sie stehen mir zur Verfügung. Ja, das stimmt ja auch. Das ist das, was da war. Jetzt ist es ja schon wieder anders. Ja. Meinst du, ich sehe jetzt freundlicher aus oder weniger kriegsbereit? Nö, aber du bist freundlicher. Mir wäre das jetzt entgangen. Nee, wäre mir das nicht entgangen. Jetzt noch, ich habe es nur anders formuliert. Ich bin das. Das ist genau wie dieser Satz, ich bin Liebe. Der ist bis heute noch nicht integriert, weil das so ist. Schau, das, was du bist, ne? Hab ich mir das gelernt. Das, was hier wahrnimmt. Das ist bedingungslos, ne? Es nimmt einfach wahr. Es ist hier und nimmt wahr. Bedingungslos heißt, egal was da wahrgenommen wird, das Bewusstsein bleibt hier. Von daher ist das die bedingungslose Liebe. Für alles, was da auftaucht, ist einfach da. So ist es gemeint. In meinem kleinen Bewusstsein fühlt sich das oft anders an. Stellt sich das auch anders dar. Fühlt sich ganz oft anders an. Stellt sich oft anders dar. Im Moment eben auch so ist, wie es ist. Danke für deine Hartnäckigkeit. So Karausch wie beim Zahnarzt. Teilweise. Ich habe mich eben gefragt, ob ich es wirklich dann schätze, wenn es mal anders ist. Und ich habe mir die Frage so beantwortet, eigentlich nicht wirklich. Ob du es schätzt, wenn es anders ist? Genau. Kannst du es ein bisschen klarer sagen, weil ich nicht genau weiß, was du meinst? Wenn ich frei von Leiden bin, das passiert, aber die Momente sind flüchtig. Und ich habe mich gerade gefragt, weiß ich es zu schätzen, dass es passiert? Und ich glaube, nicht so wirklich. Ich bin immer machen, tun. Aber die Würdigung dessen ist nicht so wirklich da. Und ich habe mir eben gesagt, das ist schade. Stimmt. Absolut schade, weil das ist kostbar, dieser Moment. Und in Zen-Klöstern hocken die jahrelang, bis manchmal bis so Moment auftaucht, ne? Und da ist bei mir auch so ein bisschen Konsumidee eingetreten, was absolut auch schade ist. Das überdacht so meine Haltung, so wie ich hierher komme und was ich erwarte. Ich finde es ganz wunderbar und ich bin dir ganz dankbar, dass du damit hierher kommst und das zeigst und das teilst mit uns. Das berührt mich. Weil es ist anders,
das öffentlich zu machen, als das zu erkennen. Ja, also, genau. Also sowas zu teilen, das ist anders. Es macht einen Unterschied. Aber das, die Momente, wo es anders ist, das ist das, was mich seit Jahrzehnten eigentlich beschäftigt oder was ich für das Wichtigste halte. Ich wollte noch was aussprechen. Ich habe seit Jahren habe ich so die fixe Idee, wenn du genug Geld hast, ziehst dich raus und machst Retreats, machst es dann richtig. Ich hab beim Arbeiten gemerkt, also es gelingt, so irgendwie, ich habe Therapie gemacht, ich habe Selbsterfahrung, ich habe Fortbildung, dies und das und es funktioniert. Irgendwo meist kommt was bei rum. Aber ich bin nicht wirklich zufrieden. Es ist schön zu sehen, wenn jemand so ein Stückchen weniger leidet, Angst abbaut oder wie Depression verliert und die wird weniger. Und das ist schön, aber es macht mich nicht wirklich zufrieden. Weil, nee, es ist schon, das... Ja, du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht, ja. Mit dem Konsumverhalten. Ja. Das ist so richtig klar und gut auf den Punkt gebracht. Klar macht das nicht zufrieden. Diese Wertschätzung und diese erkennende Kostbarkeit, dieses einen kleinen Momentes, wenn die wegfällt, ja, klar macht das macht unzufrieden. Ne? Ja, aber ich habe jetzt noch was anderes gemacht. So. Meine tägliche Arbeit, ich bin auch nicht wirklich zufrieden damit, weil ich eigentlich den Leuten was anderes geben möchte, aber nicht kann. So, ich meine, es ist wie ein endloser Kreislauf. Irgendwann geht es wieder von vorne los. Irgendwie ein neues Leben und das gleiche Spiel fängt von vorne an, immer wieder. Oder neue Verletzungen und neue Muster und neues Leiden. Das ist so wie gegen den Ozean ankämpfen, ne? Also bisschen, manches beruhigt sich manchmal, aber so am Grundsätzlichen verändert sich nicht. Und das wollte ich eigentlich aussprechen. So. Das Gefühl kenne ich ja auch. Ja. Und das taucht auch hier manchmal auf. Und dann gibt es aber wieder diese segensreichen Momente, wo ich sage, oh mein Gott, das ist toll, was passieren kann, ne? Wenn alles mal in einem Moment in so einem Nirvana schwingt oder wie immer man es sagen will. Ne? Wow, toll, so Momente. Genau, ja, aber es ist so, das hat vielleicht auch mit dem Zeitgeist zu tun, der mich auch erwischt hat. So, ich habe es eingekauft, so im gewissen Sinn, ne? Und dann muss auch was passieren da. Ne? Was hast du eingekauft? Den Satz sagen wir hier, jetzt. Ne? In den Warenkorb. Ja. Ja, das war auch gut. Genau. Ja. Ja, da musst du zu Christian Meyer gehen. Ja? Da kriegst du eine Erleuchtungsgarantie. Wer ist das? Kostet ein bisschen mehr als in Berlin. Ja, da sind ja schon ganz viele erleuchtet worden. Und 7 Stufen zur Erleuchtung. Also da klappt es 100%ig. Okay. Ja,
glaube, das ist so der steilste Weg hier, wie im Zen. Ne? So. Und das ist fordernd. Ja, weil es gibt nichts zu tun. Du kriegst einfach keine Aufgaben. Im Zen kriegst du ja immer noch kleine Aufgaben. Und im Satsang, so zumindest wie er hier ist, gibt es keine. So, es ist sozusagen, es wird dir überlassen. Genau. Es wird deinem Interesse überlassen. Und wenn da das Interesse ist, Frieden, Zufrieden zu erleben zu wollen, und du kommst damit hierher, mache ich nichts lieber, als dir es zu zeigen. Genau. Und du musst vorher keine Übungen gut gemacht haben oder irgendwelche Stufen erreicht haben. Ich zeige es dir sofort. Nichts lieber als das. Ne? Genau. Weil wenn du da bist und die Kostbarkeit dieses Momentes erfahren darfst und genießen darfst, das ist für mich ein Hochgenuss. Schön, dass du das so sagst. Ja, nehmt euch einen Moment Zeit, mal einfach zu schauen, wie es gerade hier ist, ohne das zu benennen oder zu bewerten. Einfach feststellen. Gedanken sind hier, Gefühle, Sinnesempfindungen. Vielleicht noch irgendwas, von dem wir nicht wissen, was es ist. Aber selbst bei Bewusstsein wissen wir nicht, was es ist. Aber es kann bemerkt werden, dass es hier ist. Weil irgendwas ist sich bewusst über diese Welt. Die Welt sind Gedanken, Gefühle, Empfindungen. In dem einfachen Bemerken, gibt es da irgendein Problem? Ist da irgendwas schwierig? Gestern gab es die Frage, ist es denn möglich, bei mir zu sein? Im Kontakt, oder es gab die Behauptung, wenn ich bei mir bin, bin ich nicht im Kontakt. Und ich lade euch alle ein, das mal zu überprüfen, ob das stimmt. Kann ich wirklich im Kontakt sein, wenn ich nicht bei mir bin? Was heißt es überhaupt, bei mir sein? Das heißt nicht, sich in eine eigene Welt dissoziieren. Das heißt es nicht. Das ist das, was wir als Kinder häufig gemacht haben. Und als Erwachsene auch. Weil es da eine Art von Sicherheit gibt. Da kann mich keiner erreichen, der mich nicht erreichen soll. Aber da kann mich auch keiner erreichen, der mich erreichen soll.
Nee, bei mir sein heißt was anderes. Bei mir sein heißt zu bemerken, was hier los ist. Wie sich das hier anfühlt. Zu bemerken, dass hier irgendwas still ist. Lebendig. Fließend. Oder im Schmerz. Und trotzdem mit der Außenwelt im Kontakt zu sein. Ja, danke, ist schon beantwortet. Mit der Frage kam ich her. Ich bin hellsichtig. Und irgendwie ist die Schwierigkeit jetzt doch weg. Die Schwierigkeit ist weg? Ja, bei mir zu bleiben. Und also die Ablenkung, ich hatte die Ablenkung als Schwierigkeit, weil du fragtest, was ist schwierig beim Beobachten oder beim Wahrnehmen dessen, was ist. Ja, wie geht das ja ganz von alleine. Und ich dachte, ich entferne mich von mir, wenn ich mich ablenken lasse, indem ich nach draußen gucke. Und das ist auch ein Gedanke, ne? Es kann sein, ja, wenn du nach draußen guckst, dass dich das ablenkt von dem, was hier noch stattfindet. Ja. Und das ist oft die Gewohnheit, ja, dass wir nicht mehr präsent bei uns sind und da mit dem Außen irgendwie zu tun haben. Ne? Mit dem sogenannten Außen. So, das geht ja ruckzuck, ja? Ruckzuck. Mit irgendwas gesehen oder gehört oder gerochen. Irgendeine Sinnesempfindung. Ne? Und die Aufmerksamkeit geht mit. Fängt an zu bewerten, zu benennen, zu verändern zu wollen oder reparieren zu wollen oder irgendwas machen zu wollen damit. Du sagtest mal, man kann gar nicht getrennt sein vom Sein, aber es fühlt sich manchmal so an. Genau. Gilt das dann auch vom Bei-sich-Sein im Grunde? Ist das dasselbe Prinzip? Ja, du kannst es bemerken oder nicht, ne? Du kannst das Sein bemerken. Oder du kannst dein inneres Erleben bemerken oder nicht. Macht das einen Unterschied, ob das stattfindet oder nicht? Für die Entwicklung oder fürs Bewusstsein? Also fürs Bewusstsein gibt es keinen Unterschied. Fürs Bewusstsein ist es egal. Im Erleben macht es einen Unterschied. Persönlichen. Im Erleben. Hm. Hier, das Erleben. Ne? Hier. Hm? Hier. Ob es persönlich ist, keine Ahnung. Aber das ist das Erleben hier. Doch. Hier macht es einen Unterschied. Im Erleben. Weißt du, ganz einfach, ja? Wenn du mit dem Kopf gegen die Wand haust, ne? Ist das Erleben anders, als wenn du es nicht machst. Ne? So, da macht es einen Unterschied. Ja? Vom Bewusstsein her oder vom Advaita her kannst du sagen, die Wand ist eine Illusion, der Kopf ist eine Illusion, dem Bewusstsein macht es nichts aus. Ne? Aber im Erleben ist es ein großer Unterschied. Das war deutlich. Das ist deutlich, oder? Das sagt nichts über mich aus. Ne?
was ich immer du bist. Ich habe das Gefühl, so eine gewisse Begriffsstutzigkeit da ist und immer wieder in die gleiche Ecke der Verstand rein will, und sich da irgendwie wirklich vor die Wand läuft. Und wenn dann Erleben stattfindet, dann löst sich das ja alles auf, dann geht das wieder los. Dann wirft es wieder um. Ja, genau. Und das ist dann quasi ein unbewusstes gegen die Wand rennen, ne? Ah. Weil wenn es bewusst wäre, würdest du es nicht machen, ne? Stimmt. Aber wenn man es nicht merkt, rennt man dagegen. Deswegen schlittern wir oft in Situationen, die unangenehm sind oder schmerzhaft, ne? Weil wir nicht sehen. Weil wir nicht klar sehen und nicht vorher sagen, wo wir dafür ausgestattet sind, mit der Wahrnehmung, ne? Zu spüren, oh, jetzt geht es gerade in unangenehmes Fahrwasser. Der erste Gedanke, da habe ich vor ein paar Tagen mal drüber nachgedacht, wie kommt es eigentlich, dass ich in einer guten Stimmung auf einmal, dass die getrübt wird. Dann konnte ich bemerken, dass es ein einzelner Gedanke erstmal ist, der sich so reinschleicht und Färbung bringt, und dann kommt noch ein zweiter, ein dritter, und auf einmal Und wenn ich da, habe ich gedacht, mehr aufpasse und gucke, dann das Tor einfach zumache, dann wäre gut. Hat aber nicht geklappt. Aber so in der Art spielt sich es irgendwie ab. Weil von alleine kann es ja nicht kippen. Es gibt Ursache dafür. Kann auch eine Wahrnehmung, also ein Sehen sein, muss nicht ein Gedanke sein. Aber genau, kann irgendwas sein. Ne? Das Leben. Ach so, das, ja. Gut, oder? Fühlt sich gut an. Oder? Wissen wir mehr. Das ist es. Was passiert gerade? Berührung einfach. Also Kontakt. Kontakt. Weich werden. Liebe spüren oder angenommen sein. Ist ganz in Ordnung. Du kannst ja immer wieder überprüfen, ob was gefährlich ist. Ne? Es fühlt sich manchmal so an, ne? Und du kannst immer wieder gucken, ob es gefährlich ist. Und wenn es gefährlich ist, kannst du handeln. Dann bist du ja da. Die Gefahr scheint eher nicht von außen zu kommen, sondern von innen. Ja. Das ist ein schönes Erkennen, ne? Das heißt, von außen erstmal keine Gefahr. Schönes, das heißt, Erkennen. Es sind Vorgänge im Inneren, die hier stattfinden, die dir signalisieren, oh, Gefahr. Und du kannst gucken, immer wieder nachprüfen, ist hier Gefahr. Jetzt. Nee, fühlt sich nie so an. Und wenn du das merkst, entspannt was, oder? Ja, vorher schon. Ja. Und dann war es an Bemerken. Das ist eigentlich so ein Auf- und Zugehen, ne? Das ist so die Hauptbewegung. Ja. Oder entspannen und anspannen. So einfach und doch so manchmal so schrecklich so. Ja, manchmal ist es schrecklich. Und dann auch wieder schön. Ja. Und ich habe keine große Kontrolle oder gar keine eigentlich, wie es läuft, wann es läuft. So. Ja, bemerken. Macht eine große, hat einen starken Einfluss auf das Erleben. Weil dann Kontakt da ist. Bemerken, ne?
zu überprüfen, ne? Immer wieder zu überprüfen, ob es hier gerade gefährlich ist. Und dann zu bemerken, nee, ist es nicht, es fühlt sich zwar so an, ist es aber gerade nicht. Dann kann wieder was entspannen, ne? Und weiter, und weiter. Es sind wirklich Prozesse, die da innen stattfinden, ne? Ja, so neu ist es nicht. Und trotzdem ist da so ein Drang nach, ach, könnte ich da nicht ein bisschen mehr, ja, vorher wissen, was kommt, und dass es irgendwie im Vorfeld sich nicht so mächtig auswirkt. So. Aber hat es ja auch gerade gar nicht. Woher beschwere ich mich eigentlich? Die Vergangenheit. Die Vergangenheit. Ja, klar. Tschüss. Das hat mich jetzt sehr berührt irgendwie. Das ist ja auch nicht neu, aber es ist irgendwie was irgendwo angekommen. Dieses, also mit Kontakt, ja, das ist für mich auch ein Thema. Dass die Gefahr eigentlich von innen kommt, ja. Gefühlt, da ist gar keiner. Gefühlt, ja, gefühlt. Da ist nicht mal innen. Gefühlt, ja, dass da irgendwas innen passieren würde, was zu viel ist oder so, ja. Und dann, dass das Bemerken eigentlich der Schlüssel auf eine Art ist. Also irgendwie, ich hoffe, dass, also irgendwie hat das berührt was, und ich hoffe, dass das jetzt auch angekommen ist, weil damit mache ich. Schau doch mal nach, ob es angekommen ist. Kann ich das sehen? Also irgendwas ist angekommen, sonst wäre ich ja nicht so berührt. Genau. Ja? Das ist ganz klar. Genau. Dass irgendwas hat gemacht. Oh, ja, genau. So, oder ja, sowas. Ja. Das ist schön. Und das Schöne ist, dass wir die Möglichkeit haben, wenn ein Kontakt oder irgendwas zu nah ist, den kurzzeitig abzubrechen, ne? Und wieder aufzunehmen. Das können wir ja machen. Ja, jetzt, gell? Irgendwie. Ja, also das jetzt. Ist halt, das ist schon eine Art von Trauma, denke ich. Ja, absolut, absolut. Ganz früh, kindlich, pränatal. Was auch immer, aber es ist irgendwie so. Da habe ich mich jetzt gedacht, als sie erzählt hat, da war bei mir auch sowas, da kam auch wieder so ein Erleben hoch, was sie da geschildert hat. Da habe ich gedacht, eigentlich ist jeder Liebeskummer eine Art von Retraumatisierung, ja. Oder? Kann man sagen. Ja. Kann man so, könnte man so sagen, ja. Es erinnert zumindest an traumatische Erfahrung. Also verlassen werden, nicht geliebt werden, nicht gesehen, bla bla bla. Finde ich eine gute Sichtweise. Ach, Mann, oh Mann. Ja, das ist so wertvoll, das ist schön. Ich habe bei dem letzten Essenzheilung habe ich zum Schluss irgendwas was erlebt, was mich immer noch beschäftigt oder irgendwie. Und zwar habe ich plötzlich so eine, weiß ich nicht, ich habe nicht geschlafen, also war es kein Traum, aber ich habe meine beiden älteren Schwestern gesehen als Kinder. Und dann hatte ich so ein Gefühl von mir, also dann habe ich irgendwie, dann kam sowas wie, wo bin ich, wer bin ich jetzt, also im Verhältnis dazu, ja, also ich war ja dann entsprechend auch ziemlich klein oder so. Und das habe ich ganz stark empfunden als, jetzt bin ich das, also irgendwie war da eine Identifikation mit diesem Kind. Dadurch, dass ich die beiden anderen so gesehen habe, die waren so real irgendwie, die waren einfach ganz real da und dann, und das war irgendwie ein ganz verrücktes Gefühl. Ja, da ist dein Nervensystem in eine Organisiertheit gegangen, wie es organisiert war als dieses Mädchen, ne? Genau, sowas war das, ja. Und es war irgendwie berührend und auch interessant und auch ein bisschen so.
weil auf eine Art ist es genauso. Also ich weiß nicht, irgendwie, ja. Also fühle ich mich immer noch so, aber natürlich auch wieder überhaupt nicht so, also wie damals. Es war einfach, es war irgendwie eine gute, aber etwas irritierende Erfahrung, sag ich mal. Ja. Aber das stimmt, so wie du es ausgedrückt hast, dass es einfach das Nervensystem ist, oder das Bewusstsein, was sagst du nochmal? Das Nervensystem geht in so eine Organisiertheit, wie es als kleines Mädchen organisiert war, ne? Mit den Schwestern. Und das war erst in dein Erleben gekommen. Und das passiert oft, wenn irgendeine Verletzung stattfindet oder bewusst wird, hochkommt, dass unser Nervensystem ganz schnell in eine Organisiertheit geht, wie es organisiert war als Zweijähriger oder als diese Verletzung stattgefunden hat. Oder sogar noch früher. Ja. Auf einmal geht das Nervensystem in diese Organisiertheit und versucht quasi den Schmerz, den es damals ausgelöst hat, genauso zu vermeiden. Ne? Wieder. Weil es das gelernt hat. Ja? Es hat irgendwie noch nicht richtig mitgekriegt, dass die Bedrohung, die damals war, gar nicht mehr da ist. Ja, weil ich habe keine Gefühle dazu gehabt oder auch keine. Also es war neutral irgendwie. Es war so, es war ein Gefühl, also es war was, aber es hatte keinen Inhalt irgendwie. Aber du meinst, da ist was ausgelöst worden, was. Durch die Bilder, ne? Durch die Bilder von deinen Geschwistern, ne? Oder die Erscheinung. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall hat es mich, also ich dachte, was mache ich damit jetzt irgendwie, aber. Was erlebst du denn jetzt, wenn du drüber sprichst? Ja, irgendwie so eine Frage, also so was Fragendes irgendwie, was war denn das? Oder so. Ich habe auch dann versucht zu forschen, was denn da für ein Gefühl war, aber ich habe keins gefunden irgendwie. Also. Ja, also es war nicht, war keine, war weder positiv noch negativ irgendwie. Also zu meinen Schwestern hatte ich eher ein positives Gefühl irgendwie so. Und zu mir eher so was, was ist da? War sehr Frage, weiß ich nicht. Na, kommt vielleicht mal wieder oder was? Also, wollte mir das etwas sagen oder was? Hast du eine Idee, was ich damit mache? Oder gibt es da eine? Nee. Nee, du kannst jetzt nur gerade schauen, wie es dich jetzt gerade berührt oder beeinflusst. Also, es war sehr lebendig. War ganz lebendig irgendwie. Und das hat mir auch gefallen irgendwie. Ja, weil ich meine, was gibt es Schöneres, als sich lebendig zu fühlen, oder? Ja, ist auf jeden Fall angenehm. Seid ihr alle lebendig? Ja, Gaia, danke schön. Ich möchte immer anfassen. Ja. Na, jetzt verstehe ich das. Er hat gesagt, das ist wie ein Sternenhimmel. Heißt der Onyx oder so ähnlich? Ja. Ich wusste es mal, ich habe es wieder vergessen. Schwarz ist eigentlich Onyx, aber gibt ja auch noch andere schwarze Sterne. Ja, irgend so ein Feldspat. Schön poliert. Obsidian. Obsidian, ja, das kann auch sein. Nee, ist kein Obsidian. Schön wäre es. Hättest du was Wertvolles in der Hand. Achso, der ist so teuer. Turmalin? Ja, dann wäre es noch wertvoller. Der ist wertvoll. Vielleicht ist er wertvoll. Der ist wertvoll. Okay, ich danke dir.
eine Frage kommt. Eine Frage kommt immer wieder. Und gestern im Satsang war dann irgendwie der Frieden noch größer als die Frage, so dass es dann irgendwie ich auch dann keine Lust hatte, da mir wieder Stress zu machen. Verständlich. Und jetzt drängt sie sich doch wieder so in den Vordergrund. Okay, lass sie kommen. Also ich habe immer so ein Ding mit der Gerechtigkeit. Oh. Das ist ganz schrecklich. Hm. Also ich meine damit zum Beispiel, wenn jemand etwas nicht... Also wenn wir jetzt als Beispiel dies auf den Fuß treten nehmen. Also jemand tritt jemand anders auf den Fuß und sagt dann, ach, was machst du so ein Theater, ist doch nicht so schlimm, ich hab dich doch gar nicht. Oder keine Ahnung, das ist mein Recht, hin und wieder mal jemand auf den Fuß zu treten oder sonst was. Und wenn dann jemand anders ihm auf den Fuß tritt, nur an der kleinen Zehe, an der Seite, dann ein Riesengeschrei und völlig selbstverständlich, wie kannst du das wagen, sowas darf man doch nicht machen. Also Sachen in der Art. Und also entweder ich bin selber betroffen oder es kann auch sein, dass ich das nur sehe und ich bin, das spielt sich zwischen anderen Menschen ab. Oh, was, oh, ich, jetzt finde ich so unglaublich irgendwie. Da bin ich wie, also so wie dieses rote Tuch für den Stier. Und was ist deine Frage? Was ich machen kann, um mehr Frieden damit zu haben. Mehrere Möglichkeiten. Ganz gut, was für mich ganz gut hilft, ist erstmal meinen Anteil daran, dabei zu entdecken. Weil oft sieht es so aus, als wenn ich das nicht machen würde. Als wenn ich nicht mit zweierlei Maß messen würde. Und wenn das so aussieht, dann kann ich eigentlich nur das da außen verurteilen. Ne? Das heißt kein Frieden. Mhm. So, wenn wir merken können, ach Mensch, in manchen Situationen bin ich genauso, dann taucht schon mal mehr Verständnis oder mehr Mitgefühl auf. Man ist nicht mehr so hart am Aburteilen. Das dient auch dem Frieden. Was mir häufig hilft, ist, wenn es wirklich bewusst und klar erlebt wird, dass hier kein einzelner Mensch jemals eine freie Wahl hat. Ja, das weiß ich ja. In dem Moment, wenn das so schlimm ist. Ich weiß das nicht in meinen Zellen, ich weiß das ja, von genau. meiner Intelligenz her. Genau. Und was ich auch, also das spontan, was rauskommt, was viel zu schnell ist, als man das kontrollieren kann, das ist mir auch noch ziemlich, aber wenn man dann über sowas spricht und auch im Gespräch können irgendwie Menschen das nicht sehen, dann habe ich also totale Schwierigkeiten, einfach diesen Menschen dann noch weiterhin zu lieben, ja. Das ist wirklich... Ist auch kein Problem. Könnte eins sein, wenn da eine Wertung drauf liegt, ne? Dass du weiterhin lieben müsstest. Und wenn du nicht liebst, dann bist du nicht gut oder so. Es kann durchaus sein, dass das gerade mal nicht geht. Und du dich
zurückziehen musst, um wieder zu Kräften zu kommen oder zur Stabilität oder Sicherheit. Und dann kannst du auch wieder leben. Oder auch nicht. Also, das ist, also das, was es so schwer macht, ist dieses, dass ich, also ich habe auch ein gutes Gedächtnis und eine gute Erinnerung und dann kann ich echt sammeln und zählen und vergleichen. Und ja, das ist manchmal doof. Ja. Ich kenne das auch, ja. Aber mit Erinnerungen, das ist auch so eine Sache, weil wir Erinnerungen abspeichern durch einen Filter. Weil du kannst sehen, wenn du jetzt zum Beispiel versuchen würdest, diesen Moment zu beschreiben, wie ist dieser Moment in seiner Gesamtheit? Klar, das in die Erinnerung kann das nicht fassen. Ja, das heißt, du kannst nicht sagen, wie dieser Moment hier ist, ne? Und wenn du ein bisschen klarer hinschaust, siehst du, das ist die ganze Zeit so, ne? Das ist immer so. Du kannst nie sagen, wie der Moment ist. Mhm. Aber in der Erinnerung ist es abgespeichert, so war es. Der war so, die war so, das war so. Also ich habe, glaube ich, auch oft dieses Wissen, also dass eigentlich keiner was dafür kann und dass ich wahrscheinlich diese Dinge auch selber tue und das und all dieses, ja, das habe ich halt auch oft benutzt, um irgendwie dann nicht mit meiner Wut da irgendwie zu explodieren. Ja. Ja, ist auch gut. Ja, also um irgendwie mich so, um mich so durchzuschleifen. Das ist ja auch gut, ne? Das ist ein erwachsenes Verhalten, ne? Mit der Wut im Kontakt zu sein und nicht loszubrüllen, ne? Wie ein Zweijähriger oder eine Zweijährige. Und trotzdem gibt es die Kapazität, mit der Wut im Kontakt zu sein und trotzdem stabil zu bleiben. Und das ist, was oft nicht gelingt, weil wir irgendwie so eine Botschaft mitbekommen haben, wenn diese Wut war, die wir gegen unsere Eltern hatten, wir durften die nicht ausdrücken, ja? Wir durften die nicht erleben. So, da haben wir uns früher Glaubenssätze angelegt, weil es war gefährlich. Ja? Mhm. Die Wut hieß sofort Kontaktabbruch. Ja? Das ist bedrohlich. Ja, 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 genau. Ja. Und dann wird man zum Untergrundkämpfer. Ja, Terrorist. Und so. Und diese, also diese Idee der Gerechtigkeit, die ist, also das bereitet halt auch sehr viel Stress. Stimmt. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das einfach aufgeben kann oder soll. Gar nicht. Oder, Entweder hört es irgendwann auf oder nicht. Ja, du kannst mal durchatmen. Also es gibt auch so Bereiche, wo ich das kann, dass ich, es ist vielleicht ungerecht, aber ich kann dann gucken und sagen, naja, eigentlich habe ich doch jetzt gerade alles, was ich brauche, also mache ich mir keinen Kopf drum. Also was weiß ich, die Bezahlung für die Arbeit, dann
könnte man ja auch vergleichen. Und dann denke ich, na ja, aber ich finde es eigentlich okay für mich. Und dann quäle ich mich nicht auch noch damit, wer sonst wie viel verdient oder so. Das habe ich nicht genau verstanden. Ich meine, dass es Bereiche gibt, wo man auch sagen könnte, da ist irgendwas ungerecht. Und da habe ich aber keinen Stress mit, weil ich dann einfach dahin gucke, wo bin ich, was bekomme ich, bin ich damit, ist es für mich, also ohne Vergleich finde ich das gut und dann ist gut und dann. Du meinst zum Beispiel so, dass so ein Fußballer irgendwie 6 Millionen verdient, genau. Oder 16. Also oder? Damit quäle ich mich einfach nicht. Ja. Sage ich, und so ist es eben, ich habe genug zu essen, das finde ich total klasse. Und Genau. Du kannst. Zum Osterretreat, ja, Schweinsteiger kann das nicht. Ja, genau. Der muss spielen. Ne? Ja. Zum Beispiel. Ja, genau. Also das ist diese Prinzipienreiterei. Ich hatte auch eine kleine Work mit und da ging es auch drum, zum Beispiel war ich wütend, dass mir jemand nicht zuhört in einer Situation, wo ich eigentlich gar nicht unbedingt was erzählen wollte. Es ging nur ums Prinzip. So, wenn ich dem zuhöre, muss der mir auch zuhören. Ja, das ist die Work schön, ne? Und ich bin da noch nicht runter. So, ich würde gerne mich nicht so festklammern an diesen Prinzipien. Also wenn ich zum Beispiel einmal so auf die Idee gekommen bin, dass ein bestimmter Mensch, dass der irgendwie großzügig ist und wohlwollend und nicht darauf aus ist, irgendwie mich zu übervorteilen, dann hört es auf mit dem Rechnen und Zählen. Und das kann dann auch sein, vielleicht habe ich den dann 5-mal hintereinander zum Essen eingeladen, ich merke das gar nicht. Und es ist einfach schön. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß dann einfach gar nicht, wer wann bezahlt hat. Das ist viel leichter. Das stimmt. Es wäre super leicht eigentlich mir. Also ich habe jetzt gerade so, wie wäre das, wenn? Toll, ja. Dann hätte ich wirklich nur noch die Probleme, die wirklich da sind und keine anderen mehr, keine errechneten mehr. Wäre gar keins da. Da sind keine. Ne? Aber die entstehen genau durch so Dinge. Ne? Und du kannst es einfach nur so klar sehen, wie du es gerade siehst und bemerken, dass es gerade für einen Moment mal auch aufhörte. Diese Prinzipienreiterei. Die hat zwar einen Nachklang oder eine Schwungkraft. Ja, die ist. Aber im Moment findet sie ja gar nicht statt. Es ist nur eine Schwungkraft, die da ist noch. Ne? Meinst du? Weiß ich nicht. Ist es so? Ich habe das Gefühl irgendwie, als ob ich noch irgendeine Information bräuchte, damit ich das Ganze loslassen kann. Okay. Wer kann es loslassen? Mein System kann es loslassen. Wie? Ja, wenn das System begreift, dass es wirklich besser ohne ist und dass es das nicht braucht. Okay. Eigentlich. Mhm. Und wann sollte das passieren? So schnell wie möglich. Wieso denke ich denn, dass ich das noch brauche irgendwie? Gute Frage. Ja, ich irgendwie denke ich, also wo kämen wir denn dahin? Ja?
nichts würde uns wohl zu gut gehen. Ja, also genau. Dann sind so Sachen, im Studentenwohnheim hat mir meine Freundin gesagt, merkst du das eigentlich gar nicht? Du kochst hier jeden Tag irgendwie für alle und der hat noch nie für dich gekocht. Hast du das nicht gemerkt? Ich hatte es wirklich nicht gemerkt. Ja, wie schön, ne? Oh. Nee, auch für dich. Nicht nur für die anderen, war auch für dich schön, ne? Naja, und dann habe ich schon gedacht, ich bin ganz schön doof, ich muss echt mal aufpassen. Ja, also das glaube ich, dass ich irgendwie aufpassen muss. Dass ich nicht, dann heißt es ja auch selber schuld, ne? Wenn du dich ausnutzen lässt, hast du ja selber schuld und so. Ja, man kann sich das angucken. Ist das wirklich ein sich ausnutzen lassen, ne? Wenn man einfach gerne kocht und macht es und wenn man es nicht gerne macht, macht man es nicht. Also ich habe irgendwie da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, genau. Die Idee hatte irgendeiner eingepflanzt, ne? Und du hast es geglaubt. Ja. Und dann geht es immer so hin und her. Deshalb bin ich auch, also jetzt nicht, meine ich nicht, aber deshalb bin ich generell auch irgendwie wütend auf die Work. Ich habe ja das früher ganz, ganz viel gemacht. Weil ich dann nämlich, wenn ich gerade geworkt habe, dann habe ich irgendwie allen alles verziehen und alles ist in Ordnung. Genau, da kann man auch mal sauer sein auf die Work. Und dann sollen wir auch noch alles umdrehen. Und dann zwei Tage später denke ich, wie, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich da wieder, sag mal, habe ich überhaupt keinen Selbstschutz oder sowas irgendwie. Ja. Ja, ich verstehe das. Also, um das mal krass zu sagen, als teilweise Erleuchteter und teilweise Nicht-Erleuchteter hat man dann immer einen ziemlichen Stress, wenn man dann als Nicht-Erleuchteter wieder mit dem konfrontiert wird, was der Erleuchtete gemacht hat. Ich dachte, der Erleuchtete macht gar nichts. Nein, kleiner Scherz. Der Erleuchtete ist echt eine Illusion. Ne? Ja. Ich meine nur, wenn ich in dem Zustand, wo ich denke, es ist alles okay und es kann mich sowieso nichts verletzen und dann mache ich alle Touren auf und lade alles ein und lade auch Leute ein und am nächsten Tag vielleicht denke ich, ey, bin ich blöd, ich will doch gar nicht, dass der hier ist oder sowas, ja? Ja. Und dann denke ich, vielleicht dann lieber echt vorsichtig sein und naja, in dem Moment handeln. Sagen so, aufstehen, tschüss. Ich will jetzt meine Ruhe. Ist ja, wenn es dein deine Eigentum ist oder dein Reich. Und dann lernen die Menschen mich eben kennen als sehr überraschenden Zeitgenossen. Ja. Mit zweierlei Maß messend. Ja. Ungerecht. Ja, also mindestens auch nicht leicht dann damit zu sein, ja. Ja, es gibt eigentlich wirklich nicht irgendwas, wofür man immer und immer Ja sagen kann. Ne? Manchmal ist es so, manchmal ist es so. Ne? Kennst du es vielleicht sogar bei deinem bei deiner Lieblingsmusik? Ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Beispiel ist. Aber vielleicht gibt es es, ne? Lieblingsmusik. Eigentlich kann man es 20 Mal am Tag hören, dasselbe Stück oder 30 Mal.
Und dann auf einmal passt es jetzt überhaupt nicht. Ja? Das hat ja also mit dem Musikstück gar nichts zu tun. Ne? Mhm. Das ist ja immer dasselbe Musikstück. Oder mit den Menschen. Oder sind halt Befindlichkeiten, die da sind. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie das einfach diesen Plan mit dem Aufräumen einfach aufgeben. Den Plan mit dem Aufräumen? Ja. Also jetzt ist mehr so, weiß ich nicht, geistig, psychologisch, zwischenmenschlich, aber ich erlebe das ja auch in meiner Wohnung ganz, ganz praktisch. Ja, das geht auch mit Vertrauen, dass also das Universum schon für Ordnung sorgt, das muss ich nicht machen. Da wird irgendwie schon von alleine alles, was alt ist, stirbt und so, das räumt sich von alleine auf. Oh. Das ist beides, ja? Das ist immer so ein Wechselspiel. Zwischen. Mal willst du in Kontakt sein, mal nicht. Mal willst du Verbindung, mal nicht. Mal willst du Ordnung, mal nicht. Klar ist, dass das Universum hier alles von selbst regelt. Ja? Aber es räumt uns nicht die Wohnung auf irgendwie. Aber in dem Ganzen geschieht es dann. Ja? Ja, das meine ich aber auch. Das, ja. Also wann ich dann aufräume und dann wieder nicht aufräume, das macht auch das Universum eigentlich. Genau. So meinte ich das. Ja, ja, so ein Wechselspiel. Ne? So, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt gelernt im Satsang, alles passiert von selbst. Ja. Dass ich jetzt keinen Job habe und hier in meiner Wohnung verwahrlose, kann ich nichts dafür. Es passiert von selbst. Ja. So, das ist ein Wechselspiel. Ja. Ja, nee, irgendwann kommt ja dann auch, also irgendwann steht sie dann auch wieder auf. Wie ist es jetzt? Ja, fallen so Sachen zu Boden. Erleichterung. Während du ein bisschen die Erleichterung noch hier spürst, wenn du willst, will ich kurz auf deine Zwischenfrage eingehen von vorhin. Ne? Die war, wieso kann ich nicht sagen, wie der Moment hier ist? Ne? Hier sind so viele Facetten, nur in diesem Moment. Ne? Wir könnten sagen, er ist schön. Aber würde das beschreiben, wie dieser Moment ist? Der ganze Moment. Weil es gibt auch in diesem ganzen Moment Facetten, die sind nicht schön. Also es gibt hier so viel. In diesem Moment ist so viel Information da, die wir nicht... Wir können nur Teile davon rausnehmen und die beschreiben. So ist das gemeint. Hier
sind so viele Sachen, ja. Es können Gedanken sein, die sind überhaupt nicht schön, ne? Oder Gefühle sein, die sind nicht schön. Je nachdem, wie sie bewertet werden oder erlebt werden, ne? Deswegen, mein Erleben ist, ich weiß es nicht, wie es ist. Ne? Ich weiß es wirklich nicht. Das heißt nicht, dass das so für jeden so sein muss. Ne? Für viele. Viele Menschen erleben, der Moment ist so. Er ist so. Und der hier ist jetzt so. Und der ist so. Und ich hätte lieber den, der da war. Und den, den ich jetzt habe, den will ich nicht. Und das ist das Leiden. Weil er ist, wie er ist. Der Moment ist, wie er ist. Wie ist er? Wie ist die Erfahrung hier? Groß, klein, dick, dünn, fängt es irgendwo an, hört es irgendwo auf. Wer es sagt, weiß es nicht. Und wer es weiß, sagt es nicht. Wer kennt das, was Johanna beschrieben hat? Guck mal. Ja. Ich auch. Der Nächste muss einfach kommen und mich hier wegziehen. Jetzt ganz oft auftaucht, ist so einmal wirklich einfach nur der Satz, meine Mutter ist tot. Es ist wirklich so. So. Und ich arbeite nicht mehr. Ist ja Ostern. Nach 25 Jahren Erzieherin im Elterngespräch, also was ich da alles gemacht habe, und ich habe das ja sehr geliebt auch. Und es war auch zwischendurch anstrengend, jetzt will ich es ja auch gar nicht mehr erstmal. Aber trotzdem ist jetzt so, das sind beide Sachen, die mich in irgendeiner Weise ausgemacht haben. Auch meine Mutter hat mich, also da löst sich was ab, oder hat sich schon abgelöst. Viele Ideen dazu, wie ich meine, wie meine Mutter mich haben wollte oder was ich ihr vielleicht sage oder auch nicht sage, das ist jetzt nicht mehr. Also ich muss ihr nicht sagen, wo ich bin. Ja, so, das ist da. Und was würdest du dir wünschen, was dir wichtig zu sehen jetzt oder zu erleben? Also da ist so, einerseits gibt es da so eine ganz große Lust auf Leben, so dieses, oh, was ich alles machen würde. Also, wenn die Mutter nicht da ist. Oder? Nein, wenn ich, jetzt wo ich nicht, die ist ja nicht mehr da, aber jetzt wo ich nicht mehr arbeite. Ja. Und dann kommt gleichzeitig aber auch so ein Magentränen und so eine Angst. Vielleicht sind das auch alte Stimmen. Ich muss mich kümmern. Auf Dauer kann ich doch mit dem Arbeitslosengeld nicht klarkommen. Und wie wird das überhaupt laufen? Und jetzt einfach, wenn ich das Geld hätte, Retreats machen dauernd oder Freunde besuchen und einfach mal so, wie es kommt, losgehen. Dann kommt eine SMS von meiner Schwester, dass sie den Papierkram erledigt hat zu Hause bei meinem Vater.
Und ich denke, genau, ich habe jetzt Zeit, da kann ich mich auch mal kümmern. Von wegen es mir gut gehen lassen. Ne? Dann habe ich so die Idee, dass meine Geschwister schon warten. Jetzt Charlotte arbeitet ja jetzt nicht mehr, dann kann sie sich ja kümmern. Dann drückt mich das total, weil ich will mich ja eigentlich immer gerade mal nicht mehr kümmern. Ich habe mich ja so lange gekümmert um Kinder und Eltern. Ich möchte mich gerne um mich kümmern. Ist mir aber auch fremd, komplett nur auf mich zu gucken. Naja, ist ja nicht komplett nur auf dich. Machst du ja gar nicht. Ja? Aber auch mal. Oh. So. Irgendwas hat dich bewegt, deine Arbeit zu kündigen und zu gucken, was da Neues entstehen will. Hm? Genau. Und es war ja nicht so, dass du gesagt hast, es war ein scheiß Job. Nein. Den hast du ja gerne gemacht. Aber du wusstest, irgendwas wusste, es ist vorbei. Es war ganz deutlich, dass ich ganz die Tür deutlich zumache und auch ohne sicheren Boden und unglaublich viele Menschen konnten es nicht fassen, dass ich, immer wieder habe ich den Satz gehört, bist du mutig? Und es war für mich aber, als ich das morgens entschieden, also ich hatte abends entschieden, ich bleibe, habe die ganze Nacht Magenschmerzen gehabt und habe morgens gesagt, nee, ich gehe. Und dann waren meine Füße auch deutlich ganz doll am Boden zu spüren und eine absolute Erleichterung. Hm. Ja. Und keiner von uns weiß, wie es weitergeht. Ne? Ich habe so Erlebnisse häufig gehabt. Ja? Am extremsten war es, als ich mit meiner damaligen Familie, mit zwei kleinen Jungs, wir sind ausgewandert nach La Gomera und wussten überhaupt nicht, wie und was. Ja? Alle haben gesagt, ihr seid, wie könnt ihr nur? Ja, wenn ich das heute reflektiere, denke ich, Mensch, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich nie den Isaac getroffen. Würde vielleicht jetzt immer noch, naja, wahrscheinlich wäre ich schon längst tot. Da gibt es auch was, was sich total richtig anfühlt. So. Ja. Trotzdem, so, jetzt gehe ich nicht aus dem Retreat und arbeite wieder. Also fängt der Stress jetzt noch gar nicht an, wie ich das sonst kannte. Ne? Oh, morgen wieder zur Arbeit und so. Was muss ich noch tun? Es gibt noch einen Bericht, den ich schreiben muss. Und jetzt kannst du dich stressen und sagen, oh Gott, morgen weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Das ist schon ganz schön stark meine Arbeit gewesen, wo der Hauptstresspunkt war. So privat bin ich eine, die sich an ganz vielen Stellen gar nicht aufreibt. Also am meisten an der Arbeit. Da habe ich mich schon komplett reingeworfen. Und merke auch schon, ich habe schon überschüssige Energien. Also ich würde mich jetzt schon gern wieder kümmern. Nein, ich weiß das. Also meine ich nicht.